Na, bist du auf der Suche nach einem vierbeinigen Gefährten? Vielleicht hast du ja schon in Erfahrung gebracht, wie viel Cash du für deinen neuen besten Freund hinblättern musst. Schauen wir doch mal, ob du in Indien ein besseres Geschäft machen könntest. An dieser Stelle aber noch kurz ein Hinweis: Die jeweiligen Preise hängen natürlich stark von der Region ab. Heißt, du zahlst beispielsweise für einen Mops in einer Stadt etwas ganz anderes als in der nächsten. Ich habe mich für unsere Liste an die erste Quelle gewendet, den indischen Kennel Club. Der gibt für die beliebtesten Rassen des Landes die folgenden Preise an. Nummer 1, Golden Retriever, 5.000 bis 20.000 Rupien. Boah, das klingt erstmal nach einem fetten Betrag, aber umgerechnet sind das nur etwa 60 bis 270 Euro, was hierzulande ein Schnäppchen wäre. Diese schönen Hunde sind in Indien genauso beliebt wie im Rest der Welt. Sie sind super leicht zu trainieren und geben dank ihres ruhigen und freundlichen Wesens ausgezeichnete Familienhaustiere ab, in der Stadt wie auf dem Land. Allerdings sind sie nicht unbedingt die besten Wachhunde, weil sie auch zu Fremden ziemlich freundlich sind. Nummer 2, Dackel, 5.000 bis 12.000 Rupien. Umgerechnet etwa 136 Euro teuer sind diese kurzbeinigen, langgezogenen Hündchen in Indien aufgrund ihrer Verspieltheit sehr beliebt. Allerdings können sie manchmal auch stur sein. Und lässt man Dackel eine Weile allein, neigen sie dazu, an Möbeln, Schuhen und anderen Gegenständen zu nagen. Nummer 3. Beagle, 8.000 bis 16.000 Rupien. Solltest du nach einer etwas anderen Gattung suchen, bekommst du für etwas über 150 Euro einen gut gelaunten Beagle. Sie verstehen sich gut mit Kindern, anderen Tieren und Fremden, also musst du dir bei dieser Rasse keine Sorgen wegen Aggressionen machen. Allerdings sind sie nicht leicht zu trainieren, da sie ein sehr unabhängiges Wesen besitzen. Nummer 4. Boxer, 6.000 bis 18.000 Rupien. Für diese energiegeladene, kräftige und lebhafte Rasse musst du mit etwa 150 Euro rechnen. Der Name Boxer stammt vermutlich von der Tendenz, sich auf die Hinterbeine zu stellen und mit den Vorderpfoten boxähnliche Bewegungen zu machen. Allerdings versuchen sie nicht wirklich, dich K.O. zu schlagen. Diese Hunde sind freundlich und spielen gern mit Kindern und Menschen, die sie kennen. Andererseits sind sie, was diese angeht, auch wahnsinnig wehrhaft und können aggressiv werden, wenn sie das Gefühl haben, ihre Liebsten sind in Gefahr. Das macht sie wiederum zu tollen Wachhunden. Nummer 5. Tibet-Dogge, 10.000 bis 30.000 Rupien. Für diese riesige Rasse kannst du mit etwa 270 Euro fast den doppelten Preis erwarten. Aber lass dich von ihrer Größe nicht einschüchtern. Sie sind für gewöhnlich sehr herzlich gegenüber ihren Familienmitgliedern. Diese Hunde eignen sich am besten für ein Leben auf dem Land und mögen es aus verständlichen Gründen nicht allzu sehr in einer engen Wohnung zu leben. Diese Rasse ist außerdem nicht zu empfehlen, wenn du dir das erste Mal einen Hund anschaffst. Nummer 6. English Cocker Spaniel, 6.000 bis 15.000 Rupien. Cocker Spaniel sind mitfühlend, intelligent und athletisch. Für umgerechnet 136 Euro können sich indische Familien ein wachsames und belastbares Haustier anschaffen, das sich super mit Kindern versteht. Allerdings sind sie nicht gern allein und schaffen eine enge Verbindung mit der Person, die sie füttert. So funktioniert Hundelogik. Wobei, ich mag auch Menschen, die mich füttern. Naja, egal. Die Frohnatur dieser Rasse und ihr ständig wedelnder Schwanz haben ihr den Spitznamen Mary, also fröhlicher Cocker, eingebracht. Nummer 7. Mops, 6.000 bis 15.000 Rupien. Als faltiges Maskottchen der jüngsten Vodafone-Werbekampagne sind diese Hunde in Indien wahnsinnig beliebt geworden. Und trotz ihrer geringen Größe sind sie sehr lebhaft und besitzen eine charmante Persönlichkeit. Möpse neigen dazu, intuitiv und sensibel auf die Stimmung ihrer Herrchen und Frauchen zu reagieren und stellen sie gern zufrieden. Mach dich darauf gefasst, in Indien ca. 140 Euro für deinen neuen, liebenswert hässlichen kleinen Kumpel auszugeben. Nummer 8. Labrador Retriever, 4.000 bis 12.000 Rupien. Und noch ein Hund, der unglaublich gern deine ganze Familie kennenlernen würde. Die menschlichen wie tierischen Mitglieder. Labradore sind wirklich sanft und liebevoll. Sie können außerdem als Blindenhunde trainiert werden und Menschen mit Autismus unterstützen, was sie nicht nur zu Familien, sondern auch zu Diensthunden macht. In Indien bekommst du einen Labrador für umgerechnet 90 Euro. Nummer 9. Rottweiler, 7.000 bis 20.000 Rupien. Diese Hunde werden in vielen Ländern von Militär und Polizei verwendet und das nicht ohne Grund.
Diese Rasse ist bekannt für ihre Kraft und Intelligenz, was sie zu ausgezeichneten Wachhunden macht. Rottweiler lieben ihre Besitzer und können mit ihrer Familie und ihren Freunden auch mal rumalbern. Sie sind außerdem sehr territorial und heißen Fremde, die nicht ordentlich vorgestellt werden, nicht willkommen. Für etwa 180 Euro bekommt man in Indien einen loyalen Freund, der einen um jeden Preis beschützt. Nummer 10. Dobermann. 5.000 bis 20.000 Rupien. Im Bereich von etwa 140 Euro liegen diese schlanken Hunde mit kupiertem Schwanz, die leicht zu erkennen und in Indien sehr beliebt sind. Dobermänner sind extrem intelligent, furchtlos und lebhaft. Allerdings müssen sie gut trainiert werden. Das ist dank ihres klugen Verstandes aber nicht schwer. Nummer 11. Deutsche Dogge. 7.500 bis 25.000 Rupien. Wenn du diese Rasse in Indien für etwa 230 Euro erstehst, ist dieses Schnäppchen mindestens genau so groß wie der Hund. In Europa kannst du mit locker einem Tausender rechnen. Lass dich von dem Namen nicht irritieren. Dieser Vierbeiner versteht auch andere Sprachen. Das größte Exemplar, das je gelebt hat, war Zeus, der es auf ganze 112 cm Schulterhöhe gebracht hat. Trotz ihrer gewaltigen und eindrucksvollen Erscheinung sind diese sanften Riesen echte Teddybären. Sie können gar nicht genug Zuneigung und Streichleinheiten bekommen. Ihr ruhiges Wesen, das richtige Training und gute Pflege machen sie auch zu tollen Gefährten für Kinder, besonders wenn sie gemeinsam mit ihnen aufwachsen. Allerdings dauert es sicher nicht lange, bis die Welpen über die Kinder hinaus wachsen. Nummer 12. Zwergspitz. 3.000 bis 8.000 Rupien. Hier ist mal eine Rasse, die dein Konto nicht völlig leer bläst. Zumindest nicht in Indien, wo du etwa 70 Euro dafür hinblätterst. Aktiv und verspielt sind Zwergpinscher perfekte Haustiere, wenn du Kinder hast. Sie sind wachsam und bemerken sofort jegliche Veränderung in ihrer Umgebung. Soll heißen, sie bellen nach allem. Wahrscheinlich nicht die beste Rasse für eine Wohnung, es sei denn, du kannst deinem flauschigen kleinen Mitbewohner das Quieten abgewöhnen. Diese süßen Hündchen lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und sind wahre Meister darin, zu bekommen, was sie wollen. Frühe Züchtungen waren weiß und manchmal braun oder schwarz. Inzwischen gibt es sie aber in einer ganzen Buchstabensuppe von Farben, darunter rot, orange, blau, hellbraun und Kombinationen dessen, um nur einige zu nennen. Nummer 13. Dalmatiner. 6.000 bis 15.000 Rupien. Die Beliebtheit dieser leicht zu erkennenden Rasse ist dank dem Roman 101 Dalmatiner von 1956 sowie den Disney-Filmen nach der Vorlage rasant angestiegen. Dalmatiner sind freundlich und loyal gegenüber denen, die sie kennen, und misstrauisch gegenüber fremden Menschen wie Hunden. Ihre Agilität, Intelligenz und Wachsamkeit machen sie zu hervorragenden Wachhunden. Und in Indien bekommst du so einen großen gepunkteten Vierbeiner schon für gut 135 Euro. Nummer 14. Deutscher Schäferhund. 5.000 bis 20.000 Rupien. Diese Rasse wird für ihre Kraft, ihre Intelligenz und Trainierbarkeit sowie ihren Gehorsam geschätzt. Obwohl Schäferhunde dafür bekannt sind, ihre Familien zu beschützen, können sie Fremden gegenüber sogar feindselig sein, wenn sie nicht ausreichend trainiert sind. Üblicherweise blätterst du für sie im Schnitt über 700 Euro hin, aber in Indien bekommst du sie schon ab 160. Und Nummer 15. Indischer Spitz. 4.000 bis 8.000 Rupien. Eine der beliebtesten Hunderassen und eine, die ihre indische Herkunft schon im Namen trägt, wurde in den 80ern und 90ern super beliebt, als die Importbestimmungen es Indien schwer machten, Hunde anderer Rassen einzuführen. Die Popularität nahm im Jahr 1994 nochmal zu mit dem Blockbuster-Erfolg, oh Gott, wie spricht man denen aus? Hum Ab Ke Han Kun, in dem ein indischer Spitz namens Taffy auftrat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Preis von 77 Euro auch ganz reizvoll war. Diese Hunde sind extrem schlau und aktiv und können sich aber auch gut an eine kleine Wohnung anpassen. So, welche dieser Rassen hättest du gern? Schreib's in die Comments. Wenn du etwas Neues gelernt hast, gib dem Video gern ein Like und teil's mit deinen Hundefreunden. Aber geh noch nicht. Wir haben über 2000 coole Videos, die du dir noch ansehen kannst. Alles, was du tun musst, ist, auf das linke oder rechte zu klicken und es zu genießen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.